Ja, hallo liebe Geolieben, TV-Zuseher und solche, die es noch werden wollen. CBD ist ja nach wie vor in aller Munde und für mich und wohl auch für viele, viele andere ein sehr, sehr wertvolles, natürliches Mittel mit einem unglaublich großen Potenzial, das bei Weitem noch nicht ausgereizt ist. In diesem Video sprechen wir über 9 Fakten, die du über CBD wahrscheinlich noch nicht alle kennst, aber auf jeden Fall kennen solltest. Doch du weißt ja, die wichtigen Informationen kommen wie immer nach dem Intro. Wir sehen uns gleich wieder. Kommen wir gleich zu Fakt Nummer 1. CBD ist nicht psychoaktiv. Ja, dazu muss man wissen, was psychoaktiv überhaupt bedeutet. Schauen wir uns die Definition von psychoaktiv an. Jede von außen zugeführte Substanz, die Veränderungen der Psyche und des Bewusstseins eines Menschen bewirkt, wird als psychoaktiv bezeichnet. Eine solche Veränderung kann schon im geringen Maße als Entspannung oder angenehme Stimmungsänderung wahrgenommen werden. Wobei es natürlich wichtig ist, dass diese Entspannung mit einer bewusstseinsveränderten Wahrnehmung einhergehen muss. Ja, meine Lieben, genau, ein reiner entspannter Zustand kann nicht als psychoaktiv bezeichnet werden. Es muss eben eine bewusstseinsveränderte Wahrnehmung eben auch mit einhergehen. Definitiv ist auf jeden Fall, dass THC die psychoaktive Wirkung hat und nicht CBD. In wirklich guten CBD-Ölen ist meiner Ansicht nach sehr, sehr wenig THC nachweisbar, wie zum Beispiel eben im CBD Royal. CBD wird sogar die Wirkung nachgesagt, dass es den psychoaktiven Effekt von THC in den Gehirnregionen, zum Beispiel im Hippocampus, im präfrontalen Kortex oder auch im Striatum entgegenwirkt. Das heißt, THC einfach heruntersetzt, die Wirkung eben enthemmt. Weiter geht's mit Fakt Nummer 2. CBD im Straßenverkehr, meine Lieben. Das Problem, das ich sehe, ist, dass wir im Straßenverkehr bei THC eben eine 0% Toleranz haben. Ja? Das heißt, es darf nicht wie eben bei Alkohol, in Österreich sind es 0,5 Promille nachgewiesen werden, also da gibt es keine Toleranzgrenze. Deshalb kann es eben auch sein, dass wenn du wirklich Pech hast, ja, bei einer Kontrolle THC nachgewiesen werden könnte, wenn du CBD-Produkte mit 0,3% THC konsumierst. In Österreich sind 0,3, in Deutschland sind es 0,2 und in der Schweiz, man höre und staune, 1% THC in CBD-Produkten eben erlaubt. Also wie gesagt, auf der sicheren Seite bist du, wenn du CBD-Produkte mit 0,03% THC konsumierst. Doch diesen Punkt schauen wir uns ganz zum Schluss noch ein bisschen genauer an. Weiter geht's mit Fakt Nummer 3. CBD kann sowohl für den medizinischen als auch quasi für den Freizeitgebrauch verwendet werden. Ja, ganz genau. Das heißt also, ich muss jetzt nicht unbedingt krank sein, ich muss keine körperlichen Symptome haben, welche ich eben mit CBD angehen möchte, sondern viele Menschen nehmen CBD einfach auch wegen ihrer beruhigenden, entspannenden Wirkung, ohne jetzt natürlich als psychoaktiv zu gelten. Also wie gesagt, du musst nicht unbedingt eine Krankheit oder ein Symptom hier mit CBD bekämpfen, sondern du kannst es eben auch für eine entspannende, beruhigende Wirkung zu dir nehmen. Weiter geht's mit Fakt Nummer 4. Ja, viele Studien deuten darauf hin, dass CBD nicht nur in reiner isolierter Form die beste Wirkung erzielt, sondern dass schlussendlich die Gesamtheit der Inhaltsstoffe wie eben Terpene und Flavonoide zusätzlich zu den vielen, also an die 120 Cannabinoiden eben ausschlaggebend sind. Wir kennen diese Symbiose eben als diesen bekannten Entourage-Effekt, der dieses eben so bezeichnet hat. Welche wichtigen Cannabinoide neben CBD eben noch so wirken, eben in einem Vollspektrumöl, das schauen wir uns in einem zweiten Video diesbezüglich an. Ja, und weiter geht's mit Fakt Nummer 5. CBD ist nicht ganz so potent wie THC.
Achtung, nicht erschrecken. Das heißt jetzt nicht, dass CBD weniger gut ist. Im Gegenteil, es bedeutet nur, dass eben bei selber Menge von THC und CBD THC in seinem Wirkungsbereich stärker wirkt. Ja? Was ich ja schon sagte, CBD wirkt in anderen Bereichen eben als THC. Und jene, die eben auch meinen Blog lesen und meine Videos kennen, wissen auch, dass CBD auch dafür sorgt, dass Anandamid, also das Glückshormon, was ja der identische Stoff mit THC ist, viel länger in den Zellen bleibt und wesentlich länger wirkt durch CBD. Also keine Angst, CBD hat ein wesentlich breiteres Wirkspektrum mit den anderen Cannabinoiden als THC. Ja, weil eben aber auch CBD keine Veränderung der Wahrnehmung, also keine bewusstseinsveränderte Wahrnehmung hat wie eben THC, glaubt man, es ist eben nicht so stark und so wirkungsvoll. Das ist aber natürlich eine große Täuschung. Kommen wir zu Fakt Nummer 6. CBD kann auch topisch angewandt werden. Das heißt also, als Salbe, als Creme äußerlich eben aufgetragen werden, hat natürlich auch den Vorteil, dass man bei äußerlichen Problemen direkt am Krankheitsherd auftragen kann. CBD-Balsam und CBD-Creme zum Beispiel sind hier wunderbare Möglichkeiten. Fakt Nummer 7. Auch Tiere können vom CBD profitieren. Ja? Einige Menschen probieren es an ihren Tieren ganz automatisch, ganz instinktiv ja schon aus. Und CBD wirkt deshalb auch bei Tieren, weil alle Säugetiere über dieses endocannabinoide System verfügen, welches ja mal die Voraussetzung dafür ist, damit CBD eben auch überhaupt mal wirken kann. Dazu brauchen wir eben dieses endokannabinoide System. Ja, wer jetzt nicht ganz genau weiß, was dieses endokannabinoide System ist, der schaut, wie gesagt, einfach auf meine Seite bewusst-gesund-geosixt-lebensmut.at. Da gibt es einige Videos über CBD und du kannst über dieses System vieles, vieles nachlesen. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Schau einfach mal drauf. Und weiter ist es schon mit Fakt Nummer 8. CBD ist nicht überall legal. Ja, so ist es eben, auch wenn es immer besser wird und sich viele Staaten öffnen und CBD legalisieren, ist es nicht überall legal. Da sollte man sich auf jeden Fall informieren. Zum Beispiel ist der Konsum und Verkauf in Deutschland als Nahrungsergänzung legal, sofern der THC-Anteil nicht größer als 0,2% ist. In Österreich ist der Verkauf legal, insofern das CBD als Aromastoff und nicht als Lebensmittel deklariert wird. Ja, das ist ein bisschen anders und der Konsum ist für Produkte eben bis 0,3% legal. Grundsätzlich ist man in der EU mit dem Besitz von CBD-Öl fast überall auf der sicheren Seite. Hier ist es wohl am einfachsten, ein Produkt zu nehmen, das mit dem THC-Gehalt nicht über die 0,2% geht. Aber wie gesagt, ich würde da sowieso ganz, ganz wenig, also 0,03% empfehlen. Ja, es gibt zwei Ausnahmen, die möchte ich auf jeden Fall erwähnen. Nämlich in Dänemark und auf Malta ist CBD nur mit ärztlicher Bestätigung oder mit einem Rezept legal. Das ist so die augenblickliche Lage in Europa. Alles, was nun den Raum außerhalb der EU betrifft, ist mit äußerster Vorsicht zu genießen. Da ist es auf jeden Fall ratsam, sich wirklich, wenn jemand eine weitere Reise macht und CBD mitnehmen möchte, sich wirklich vorab direkt möglicherweise bei der Botschaft oder auch immer zu informieren. Ja, meine Lieben, und weiter geht's mit Fakt Nummer 9. Unserem letzten Fakt, habe gesagt, da kommen wir eh noch hin. Ja, schlägt sich der THC-Gehalt eben bei einem Drogentest nieder? Ja, grundsätzlich ist CBD legal und THC eben nicht. Das heißt, wenn THC nachgewiesen wird, kann das zu einem Problem werden. Viele CBD-Produkte haben einen THC-Gehalt von 0,2 bis eben 0,3%. Dazu müsste man schon an die 1000 Milligramm CBD nehmen, damit sich das niederschlägt. Ja, doch, das ist ein rein theoretischer Wert und das kann sich bei jedem ganz, ganz verschieden eben auch auswirken. Und wer eben auf der sicheren Seite sein möchte, so wie ich das auf jeden Fall auch bin, der nimmt ein Produkt mit einem maximalen THC-Gehalt von 0,03%, also 10-mal so wenig, wie es eben in Österreich erlaubt wäre. Da ist man
auf keinen Fall mehr etwas, da ist überhaupt nichts mehr nachzuweisen und du bist mit Sicherheit auf der sichersten Seite. Ja, meine Lieben, das waren ganz, ganz wichtige Fakten, die du unbedingt wissen solltest. Gib mir einen Daumen hoch oder mehrere, abonniere meinen Kanal und schau auf meine Homepage bewusstgesund-geosix-lebensmut.at. Du kannst noch ganz, ganz viel über CBD nachlesen und über viele andere Dinge, die deine Gesundheit auf jeden Fall betreffen. Ja, ich habe euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus, euer Gio.